10 Arcade Games aus dem Jahr 1981. Los geht es direkt mit einem Schwergewicht, nicht nur körperlich, sondern auch videospielhistorisch gesehen. Donkey Kong betritt zum ersten Mal das Parkett und entwickelt hat es Nintendo. Donkey Kong war nicht das erste Plattformspiel, aber es gab einen ganz entscheidenden Unterschied. Erstmals konnte der Protagonist springen. In diesem Fall reden wir hier von einem gewissen Jumpman, aus dem später Mario, der wohl bekannteste Klempner der Welt, hervorgehen würde. Aufgabe ist im ersten Level, den Fässern auszuweichen und bis ganz nach oben zu kommen, um die Prinzessin zu retten. Tja, und Donkey Kong versucht das natürlich mit allen Mitteln zu verhindern. Da hofft man am Ende, dass es für den Spieler heißt, Klappe zu, Affe tot. Das Spiel war übrigens die Premiere von Shigeru Miyamoto bei Nintendo. Und er war nur eingestellt worden, weil der damalige Nintendo-Boss dem Vater von Shigeru einen Gefallen tun wollte. Dieser hatte nämlich noch nie zuvor ein Spiel programmiert, hatte aber eine riesige Menge Fantasie, sodass der Nintendo-Boss schließlich einwilligte. Miyamoto dachte übrigens, Donkey heißt dumm, denn er wollte das Spiel eigentlich Dummer Affe nennen. Als Nintendo USA davon Wind bekam, lachten sie ihn zwar aus, aber der Name, der blieb trotzdem erhalten. Wenn Nintendo die Lizenzrechte an Popeye nicht kurzfristig verloren hätte, dann würde das Spiel heute ganz anders aussehen. Es war nämlich ursprünglich mit dem bekannten Spinatliebhaber geplant. Und dass man stattdessen eigene Figuren entwickelte, das erwies sich letztendlich als Gelddruckmaschine. Mousetrap von der Firma XD wurde im Dezember 1981 auf den Markt losgelassen. Ich hatte damals auf dem Amiga ein Spiel, das ebenfalls Mousetrap hieß. Dieses war allerdings von 1987 und hat mit dem hier nichts zu tun. Dieses Mousetrap erinnert doch schwer an Pac-Man, ist jedoch um ein paar interessante Ideen erweitert worden. Die Maus muss sich vor den Katzen in Acht nehmen, das ist klar, jedoch kann sie sich mittels Powerpillen auch kurzzeitig in einen Hund verwandeln. Außerdem gibt es dafür extra eine Taste. Und es gibt Türen, die man öffnen und damit das Labyrinth verändern kann. Und das Spiel verfügte über 4 Tasten, eine um sich in einen Hund zu verwandeln, wie schon erwähnt, und 3 für die verschiedenfarbigen Türen, rot, gelb und blau. Sofern sie es überhaupt zu Gesicht bekommen haben, mochten es die Spieler. Jedoch haben die meisten Spielhallenbetreiber den Automat abgelehnt, weil es zu dieser Zeit einfach viel zu viele Labyrinth-Games gab. Und die Mühe, die einzelnen Spiele selbst zu bewerten, die haben sich die meisten natürlich nicht gemacht. Mousetrap inspirierte auch einen Hitsong von Bruckner und Garcia mit dem gleichen Namen auf dem Album Pac-Man Fever. Dieses Album war in den Charts und richtig erfolgreich, wenn man sich die Musik allerdings heute anhört. Mann, Mann, Mann. Als sie den Song 1999 neu aufnehmen wollten, haben sie allerdings keinen Automaten von Mousetrap gefunden und verzichteten daher auf die Samples aus diesem Spiel und nahmen stattdessen Samples aus der Natur. Also Mousetrap ist schon ein sehr, sehr lustiges Spiel. Nicht ganz so innovativ, ein bisschen von Pac-Man abgeguckt, aber für ein bisschen Spaß sorgt es immer noch. Scramble vom Februar 1981 stammt von Konami und ist das erste Multi-Level-Shoot-Em-Up-Game der Welt. Das Spiel kann abwechselnd zu zweit gespielt werden, man steuert ein Raumschiff und muss alles abballern, was einem in die Quere kommt. Ja, und dabei muss man natürlich auch immer seinen Treibstoffvorrat im Blick halten. Man tankt, indem man Treibstofftanks ebenfalls wegballert. Ja, das Spiel wurde unter Spöttern, ja, die hat es auch schon vor dem Internet gegeben, Defender für arme Leute genannt. Aber dabei blieb außer Acht, dass es nicht nur, wie bereits erwähnt, das erste Multi-Level-Shoot-Em-Up-Game war, sondern auch das Tanksystem war absolut neu. Und das alles kam beim Spieler gut an und somit war Scramble ein Erfolg für Konami. Man liest doch immer wieder, gerade bei Bootleg-Spielen, dass Games auf Scramble-Hardware laufen. Das liegt daran, dass Konami keinerlei Kopierschutz mit auf das Board brachte, im Gegensatz zu vielen anderen Publishern. Und damit konnte man leicht alles zum Laufen bringen, was ein Z80-Prozessor benutzte und was zu dieser Zeit natürlich eine Menge war.
Aber auch Konami selbst hat noch weitere Spiele auf dieser Scramble-Hardware herausgebracht, wie zum Beispiel Super Cobra oder The End. Scramble wurde reichlich portiert und ist nach wie vor auf vielen Classic-Kompilationen zu finden. GOF steht für Galactic Orbiting Robot Force und wurde von Midway veröffentlicht. Rückwärts liest es sich jedoch Frog, also Frosch, aber das ist eher Zufall, glaube ich. GOF ist ein Shooter, wie er zu dieser Zeit üblich war. Es galt 5 Level zu meistern und die Stärke von GOF ist seine Wandlungsfähigkeit. Die einzelnen Level sehen stark unterschiedlich aus und erinnern teilweise auch an andere Games aus dieser Zeit. Ja, beim ersten Level denkt man an Space Invaders, beim zweiten an Galaga und so weiter. Und das macht es natürlich für den Spieler enorm interessant. Außerdem ist es das erste Spiel, in dem die Level so derart unterschiedlich sind. Ja, das Spiel experimentiert auch mit Sprachausgabe, wie viele Spiele zu dieser Zeit. Der Entwickler Jay Fenton hat auch einen Nachfolger entwickelt, der Miss Gorf hieß, aber der wurde nie veröffentlicht. Vielleicht hat er das aber auch nur im Spaß gesagt, in Anspielung auf das Pac-Man-Sequel Miss Pac-Man. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass er aus sich selbst eine Miss gemacht hat. Jay Fenton hat sich nämlich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen und heißt jetzt Jamie Fenton. Todd Rogers heißt der Rekordhalter und der hat 653.990 Punkte geholt. Heute ist GOF noch gut spielbar, auch im Hinblick auf die verschiedenen Level und die Anspielung im Grunde auf andere Spiele. Also das kommt heute natürlich ganz anders rüber, als das damals der Fall war. GOF macht immer noch Spaß, genauso wie unser nächstes Spiel. Frogger ist eins meiner liebsten klassischen Spiele überhaupt. Konami schenkte es der Welt im Juni 1981 beziehungsweise wie so oft erstmal Japan. Aber kurze Zeit später lizenzierte es Sega für den amerikanischen Markt ab Oktober 1981. Ja, und das Spiel brauchte keine Anlaufzeit, sondern war direkt ein absoluter Instant-Hit. Die Musik, die konnte sich schnell quasi als Mietnomade im Ohr festsetzen. Die Aufgabe besteht darin, möglichst unverletzt zuerst die Straße zu überqueren und anschließend sicher über den Fluss zu kommen. Und dabei besaß das Spiel so manchen Bug, zum Beispiel setzten Teile der Musik manchmal aus, aber die Hauptmelodie, die lief unterdessen weiter. Es gibt noch ein paar mehr Bugs, aber die haben auf das Spielgeschehen weiter keinen Einfluss. Ein gewisser Mark Robicek hielt seit 1982 den Frogger-Rekord mit 442.330 Punkten. Allerdings nur bis zum März 2005, als Donald Hayes um die Ecke kam und mal eben schlappe 589.350 Punkte holte. Eigentlich, aber nur eigentlich, hält ein gewisser George Costanzo aus New York den Rekord. In einer Folge der unfassbar erfolgreichen Sitcom Seinfeld von Larry David und Jerry Seinfeld geht es um einen Frogger-Automaten. George Costanzo, dessen Charakter auf dem Leben von Seinfeld-Macher Larry David basiert, aber das ist eine andere Geschichte, hält in der Folge mit unglaublichen 860.630 Punkten den Frogger-Rekord. Aber der Laden, in dem der Automat steht, soll zugemacht werden, wenn der Strom getrennt wird, dann ist der Rekord flöten. Also organisiert er Typen, die einen Akku bauen und als noch 3 Minuten Akku übrig sind, muss George diesen Automaten auf die andere Straßenseite bringen. Und herausgekommen ist diese wunderbare Szene hier. Jerry? Darauf habe ich mich mein ganzes Leben lang vorbereitet. Also los. Zehn Arcade Games aus dem Jahr 1981.